Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich möchte mal in möglichst kurzer, kompakter Form euch eine kleine Checkliste mit auf den Weg geben, mit der ihr selber feststellen könnt, wie hoch denn die Waldbrandgefahr in dem Eckchen, wo ihr euch gerade befindet, ist. Vorher noch ein kleiner Disclaimer: Feuer machen im Wald ist verboten. Das heißt, man muss schon vorher irgendwie die Genehmigung haben. Ich gehe jetzt davon aus, wir haben die alle. Heißt, wir dürfen theoretisch schon ein Feuer machen und jetzt müssen wir also nur noch für uns selber abschätzen, ist es denn gerade sinnvoll, ein Feuer zu machen oder ist es gerade zu gefährlich, weil die Waldbrandgefahr zu hoch ist. So, wenn wir natürlich keine Feuererlaubnis haben, dann machen wir natürlich auch kein Feuer im Wald, auch wenn die Waldbrandgefahr super, super, super niedrig ist, dann machen wir das natürlich nicht wollen. So, aber jetzt haben wir das also und jetzt wollen wir gerne wissen, ob wir denn heute an dieser Stelle, zum Beispiel an der ich mich jetzt gerade befinde, beziehungsweise an der ich mich später befinden werde, weil ich laufe jetzt weiter, da wollen wir gerne ein Feuerle machen und wüssten gerne, macht es denn gerade Sinn oder ist das zu gefährlich? Und der erste Schritt, den man dazu ergreifen sollte, um das festzustellen, ist daheim vorher schon mal nachgeguckt zu haben, wie es denn gerade mit der aktuellen Waldbrandgefahrenstufe aussieht. Das findet man beim Deutschen Wetterdienst unter dem Link, den ich euch in die Videobeschreibung gepackt habe. Keine Sorge, da müsst ihr keine Waschmaschine kaufen, wenn ihr da draufklickt. Da kommt ihr wirklich nur zum Deutschen Wetterdienst und erfahrt dann im Idealfall, wie die aktuelle Waldbrandgefahrensituation denn gerade aussieht. Ich blende euch dazu auch noch mal schnell noch ein Bild ein, damit ihr wisst, wie die entsprechende Karte, die ihr da finden sollt, dann eigentlich aussehen sollte. So. Und nachdem das geklärt ist, kommt ein Feuerle machen für uns sowieso nur dann in Frage, wenn wir uns in der Waldbrandgefahrenstufe 1 oder 2 befinden. Ab 3 ist Feuer tabu. Bei 3 kann man vielleicht noch an einer wirklich geschützten Stelle, wo wirklich nichts passieren kann, mit einem Gaskocher oder einem Spirituskocher eventuell sich noch ein Tässchen heißes Wasser zubereiten. Aber das würde ich eigentlich, ich persönlich, auch schon sein lassen, wenn ich es irgendwie vermeiden kann. Bei Stufe 4 Feuer absolut verboten und bei Stufe 5 am besten geht man dann gar nicht mehr in den Wald. Das wäre eigentlich das Sinnvollste, was man in dieser Situation dann machen könnte. Gut. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben gerade Stufe 1 oder 2, ist tatsächlich so, habe ich nachgeguckt. Hier in meiner Region ist es noch 1, ein kleines bisschen weiter südlich ist dann schon wieder 2. Aber ja, sei es drum, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Was wir jetzt tun, ist uns einen entsprechenden Beispielwald suchen, indem wir nun überlegen, ob wir da nicht vielleicht eventuell ein Feuerle machen könnten. Und da laufe ich jetzt geschwind hin, bin auch gleich da. Ja, ich wollte das Video kurz halten, aber die kurze Transferpause, die muss jetzt sein. So, und da sind wir auch schon. Und den zeige ich euch jetzt erstmal. Und jetzt nehmen wir dieses Ding einfach mal als Beispiel und gehen davon aus, dass wir da vorne, da in der Nähe von diesem Baum, unser Feuer da machen wollen. Gehen wir da mal hin. So, also spaßeshalber dieser Platz. Spaßeshalber. Den checken wir jetzt mal ab, ob der so überhaupt Sinn macht. Und dafür müssen wir jetzt die Liste durchgehen. So, die Liste, die ich meine, die findet ihr auch in der Videobeschreibung. Die enthält jetzt 6 Punkte, die man abchecken muss. Und an diesen 6 Checks gibt es jeweils Waldbrandgefahrenpunkte, die man da eventuell bekommt. Das ist dann 1 bis 3, je nachdem, was für ein Check das gerade ist. Und am Ende von diesen 6 Checks, die man durchgeführt hat, summiert man dann die Punkte auf und hat dann von mir aus 4 oder so. Und 4 wäre auf jeden Fall schon zu viel. Da wäre es dann an dieser Stelle definitiv eine blöde Idee, ein Feuer zu machen. Wenn es nur 2 sind, ist noch okay. Bei 3, wenn es unbedingt sein muss, mit viel Erfahrung wohlgemerkt und unter der Maßgabe, das gilt sowieso grundsätzlich immer, dass man so ein Feuer nie aus den Augen verliert und immer beaufsichtigt, kann man dann auch bei 3 Punkten vielleicht eventuell durchaus ein Feuerchen anzünden. Als Anfänger würde ich mir schon eine Ecke mit maximal 2 bis nur einem bis überhaupt keinen Punkt eben entsprechend suchen. So.
Und jetzt entsprechend gehen wir mal die Fragen durch. Findet sie, wie gesagt, zum Nachlesen auch in der Videobeschreibung. Und die erste lautet, regnet es gerade? Beziehungsweise ist alles nass und es hat gerade vor kurzem geregnet. Und das kann ich mit einem eindeutigen Nee beantworten. Das heißt, es ist zumindest einigermaßen trocken. Und damit haben wir auch schon den ersten Waldbrandgefahrenpunkt, den wir wahrscheinlich bei den allermeisten unserer Waldaktivitäten immer haben werden. Damit muss man dann halt eben leben. Dann die zweite Frage, befinden wir uns hier in einem Nadel- oder in einem Laubwald? Und das hier ist definitiv ein Nadelwald, zumindest dieses kleine Stückchen, in dem ich jetzt gerade drin bin. Das ist ja, deswegen bin ich ja auch hier, das ist schon Absicht. Und damit gibt es dann wieder einen Waldbrandgefahrenpunkt. Wäre es ein Laubwald, spielen wir nachher auch noch kurz durch, dann gäbe es überhaupt keinen. Wäre es hingegen ein Kiefernnadelwald, Kiefern dominiert, dann gäbe es gleich drei, weil so ein Kiefernwald ist so das beste Brennmaterial, was es überhaupt gibt in Sachen Waldanzünden. Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Wenn man im Kiefernwald ein Feuerle machen möchte, dann muss alles andere stimmen. Dann muss es am besten auch noch nass zu sein. Und man muss wirklich eine richtig schöne Feuerstelle ausarbeiten mit einem richtig schönen Untergrund aus Steinen oder Sand, mit schön einer Umrandung drumherum und so weiter und so fort. Nur dann halte ich ein Feuer in einem Kiefernwald für vertretbar. Gut. Jetzt sind wir also in einem Nadelwald, damit haben wir noch einen Punkt und sind jetzt schon bei zwei Waldbrandgefahrenpunkten. Der dritte Check ist jetzt, ob Brennmaterial rumliegt hier in der näheren Umgebung. Und dafür muss man dann halt eben entsprechend sich mal umgucken. Und was sehen wir hier? Hier sehen wir eine Kuhle und in dieser Kuhle liegen ein Haufen trockene Zweige. Das ist definitiv Brennmaterial. Jetzt gucken wir mal weiter. Hier liegt noch diverses trockenes Zeug rum, Brennmaterial. Hier ist ein ganzer Haufen Brennmaterial. Also Brennmaterial liegt hier definitiv rum. Da jetzt nicht, da auch nicht. Nein, nein, nein. Wegen den zwei Stöcken hätte ich jetzt auch nichts gesagt. Mit dem dritten Stock, nee. Aber ja, wie gesagt, hier diese Kuhle mit dem ganzen Zeug drin. Das ist ein bisschen kritisch. Der Haufen kritisch, der Haufen kritisch. Also definitiv nochmal einen Waldbrandgefahrenpunkt für herumliegendes Brennmaterial. Wobei man natürlich dazu sagen muss, das ist ein relativ einfach zu lösendes Problem, weil man kann das ja auch entfernen. Da muss man halt einfach alles wegschleppen und wegschaufeln und so weiter und so fort in einem Umkreis vom Idealfall sogar 3 Metern oder was, dass überhaupt kein Brennmaterial mehr um die entsprechende Feuerstelle herum zu finden ist. Das wäre nicht schlecht. Das mache ich jetzt nicht vor, aber das könnte man dann natürlich tun. Dann hätte man an dieser Stelle dann wieder 0 Punkte und dann wäre man immer noch bei 2. Wir sind jetzt aber bei 3, weil ich ein fauler Sack bin. Frage Nummer 4. Wie dicht ist das Kronendach? Und da gucken wir einmal nach oben und stellen fest, ja, ein bisschen Himmel sieht man, aber das meiste ist schon ziemlich dicht geschlossen. Also das hier ist auf jeden Fall ein dichtes Kronendach. Und ein dichtes Kronendach ist schlecht, wenn man ein Feuer machen möchte, weil sollte das Feuer außer Kontrolle raten, dann kann es ganz schnell zu einem Kronenfeuer kommen, wenn viel Krone da ist. Ist im Nadelwald auch fast immer der Fall. Und das eskaliert dann sehr schnell sehr arg. Außerdem kommt dazu, wenn da viel Krone ist, kommt generell wenig Wasser am Boden an. Man kann also ohne den Boden berührt zu haben schon mal davon ausgehen, dass der wahrscheinlich relativ trocken sein wird. Mit einem Blick nach oben, das ist einfacher, als sich bücken zu müssen und erstmal den Boden anzufassen. Machen wir aber auch gleich noch. Also noch ein Waldbrandgefahrenpunkt. Wir sind jetzt also schon bei 4 Waldbrandgefahrenpunkten, oder? Ja, bei vier sind wir. Wir kommen jetzt zur Frage 5. Genau, die Humusmächtigkeit. Das ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Dafür müssen wir jetzt runter zum Boden. So, und dafür nehmen wir jetzt einfach mal den Waldboden und kratzen da mal ein bisschen den Humus weg. Und kratzen weiter und kratzen immer noch. Ja, und was sich jetzt hier am Boden meines Lochs befindet, ich hoffe, man kann den Unterschied erkennen, das hat jetzt so ein bisschen eine leicht andere Farbe. Ja, das sieht man ganz gut. Das ist nicht mehr der Humus, das ist der Mineralboden. Und quasi die Schicht, die zwischen Mineralboden und Bodenoberfläche sich befindet, das ist der Humus. Das ist in diesem Fall ungefähr 1 Zentimeter, würde ich schätzen. Das muss man dann halt grob abschätzen, wie viel das etwa sein kann. Es reicht grob.
Und ein Zentimeter ist auch die magische Grenze. Wenn es weniger als ein Zentimeter ist, wenn man hier quasi bloß ein paar Blätter zur Seite fegt und dann kommt man schon zum Mineralboden, dann ist es definitiv weniger als ein Zentimeter. Dann besteht keinerlei Waldbrandgefahr, dann gibt es keinen Punkt quasi, keinen Waldbrandgefahrenpunkt. Bei einem Zentimeter oder mehr gibt es einen. Wenn es mehr als 10 Zentimeter sind, dann gibt es gleich zwei. Und bei noch mehr als 10 Zentimetern, also bei viel mehr als 10 Zentimetern, ist es theoretisch 30 Zentimeter möglich, da macht man kein Feuer. Ganz einfach. Also da ist das dann völlig vorbei. Da braucht man dann gar nicht mehr mit den Punkten rumzählen. Bei so einer Stelle macht man kein Feuer. Aber hier haben wir jetzt, wie gesagt, so knappen Zentimeter. Ja, es ist außerdem Nadelstreu, die brennt theoretisch ganz gut. Ihr seht ja, was ich hier gerade schon zur Seite geschaufelt habe. Ist übrigens auch noch furztrocken, aber dazu kommen wir gleich. Das heißt, es wäre nochmal ein Punkt. Dann sind wir jetzt bei 5 Punkten insgesamt und stellen die 6. Frage. Die 6. Frage lautet, dafür können wir gleich hier im Bodenmodus bleiben, den Backentest. Den habe ich schon in diversen Videos schon mal gagweise erwähnt. Ist aber jetzt doch tatsächlich mein Ernst, weil man sich wie ich jetzt einfach wirklich mitten auf dem Waldboden hockt, ohne irgendwas drunter zu legen, direkt mit den Backen quasi auf den Boden und dann keine feuchten Backen bekommt, dann war der Backentest leider nicht erfolgreich. Man will beim Backentest ja feuchte Backen haben, denn dann ist der Boden so nass, hat so viel Wasser aufgenommen, dass man ihn eigentlich nicht anzünden kann, wenn man feuchte Backen bekommt. Bleiben die Backen schön trocken und man kann hier eine ganze Weile hocken bleiben, dann ist der Boden definitiv trocken genug, dass er potenziell anzündbar wäre bei ausreichender Hitze und wenn die anderen Bedingungen stimmen. Und da das jetzt hier schon unser 6. Waldbrandgefahrenpunkt gerade gewesen ist, befinden wir uns hier definitiv in einem Wald, der gerade anzündbar ist, sogar auch ganz durchaus realistisch, insbesondere dann, wenn man das brennbare Zeug, was hier um mich herum liegt, nicht wegräumt. Der Humus, die Humusdichte, Dicke von gerade mal so ein Zentimeter, das ist eigentlich noch relativ okay. Da könnte man jetzt auch sagen, ja okay, das ist nicht so schlimm, dann kann ich trotzdem ein Feuer machen. Das Humusproblem lässt sich damit lösen, dass man den Humus halt völlig großflächig zur Seite schiebt. Dass man also wirklich eine schöne Kuhle aushebt, sämtlichen Humus entfernt und am besten in einem Durchmesser von 1 Meter, für den Anfänger ein 1/2 Meter reicht für den Profi, dass man vollständig den Humus entfernt und direkt auf dem Mineralboden sein Feuer macht. Damit hätte man dann quasi jetzt die Waldbrandgefahrenstufe, also die Waldbrandgefahrenpunkte, die wir ermittelt haben in diesem Waldstück, mit Entfernen des brennbaren Materials, mit Entfernen des Humus, auf 4 reduziert. Aber 4 wäre immer noch ein bisschen hoch. Ab 4 würde ich schon sagen, da sollte man es sein lassen. 3, wie gesagt, wenn man der Profi ist, vielleicht noch, aber bei 4 ist für mich persönlich Schluss. Da lasse ich es dann sein, da suche ich mir dann einen Wald, der besser geeignet ist. Gibt es hier in der Umgebung überall. Das ist so ziemlich die schlechtmöglichste Stelle, die ich hier weit und breit gefunden habe. Also das ist jetzt als Beispiel natürlich gedacht. Da würde ich es jetzt sein lassen. Und jetzt gehen wir mal ein Positivbeispiel suchen, wo die Waldbrandgefahrenchance relativ gering ist. So, und hier stehe ich jetzt auch nicht im allerkrassesten Positivbeispiel. So sehr übertreiben wollte ich es jetzt auch nicht. Und auch für das Negativbeispiel hätte es noch schlimmere Flecken gegeben. Also das wäre auch noch drin gewesen. So ist das ja nicht. Aber hier bin ich jetzt doch in einem ziemlich guten Fleckchen. Ne? Also nicht allzu sehr in die Weite gucken. Interessant sind immer so 10 Meter Umkreis, 10 Meter Radius, so in etwa. Gerade an so einem Hang ist immer interessant, weil sich das Feuer nicht den Hang runterbrennen wird. Deshalb aus reiner feuerschutztechnischer Sicht ist so ein Hang ganz praktisch. Blöd ist natürlich, wenn man beim Feuermachen nicht unbedingt beobachtet werden möchte, weil man ja auch niemanden stören will, selbst wenn man es so inoffiziell darf. Ne? Dann ist an einer Hanggrenze obendran am Hang natürlich so ziemlich der schlechteste Ort überhaupt, um ein Feuer zu machen, das nicht gesehen wird. Aber so rein vom feuerschutztechnischen Aspekten her ist das schon ganz gut eigentlich. Ja, aber wir gucken uns noch mal ein bisschen weiter um. Hier haben wir noch ein Ilex-Gestrüpp, das ist aber nicht weiter schlimm. Hier haben wir auch noch mal ein Ilex-Gestrüpp und da steht halt dieser eine trockene Baum rum. Okay, aber gehen wir mal die Liste durch. Punkt 1 sind wir hier im regnet immer noch nicht. Ne? Also da haben wir schon mal einen Punkt, den haben wir ja wie gesagt meistens, es sei denn, es ist halt wirklich gerade richtige Scheißwetter. Punkt 2,
sind wir hier im Nadel- oder im Laubwald. Dieser kleine Fleck, wo ich hier stehe, ist ein eindeutig Laubwald, beziehungsweise eigentlich Laubmischwald, das zählt aber noch zum Laubwald. Nadelwald ist immer nur reiner Nadelwald, also mit entsprechend Nadelstreu am Boden als vorwiegende Humusschicht. Haben wir hier ja auch nicht, hier liegen ja Blätter. So, dann kriegen wir also diesmal keinen Punkt, weil Laubwald ist ja gut, kein Punkt. Dann liegt Brennmaterial rum. Haben wir ja gerade schon angesprochen. Das wäre einmal hier dieses dünne Bäumchen. Das möchte ich schon mitzählen. Den kann man auch nicht entfernen wirklich, weil sowas umzuhauen, das wäre schon wieder übertrieben. Das müsste man jetzt nicht unbedingt machen. Und sonst haben wir da schon ein paar Äste am Boden rumliegen. Zusammen mit dem dünnen Bäumchen würde ich schon sagen, hier liegt Brennmaterial rum. Jetzt könnte man die Äste noch entfernen, dann hätte man, glaube ich, kein Brennmaterial mehr rumliegen. Nur wegen dem einen dünnen Bäumchen, Moment, es ist gerade genau da hinter mir, richtig, würde ich nicht sagen, dass da welches rumliegt. Jetzt tun wir mal so, als hätte ich es entfernt, die Ästchen, habe ich jetzt alle weggeschnibbelt und so weiter und so fort. Bin natürlich zu faul, das jetzt wirklich zu machen. Dann haben wir also kein Brennmaterial rumliegen, sagen wir jetzt mal. Und damit sind wir immer noch bei nur einem Punkt bisher, Waldbrandgefahrenstufe, weil es halt eben nicht regnet und nicht nass ist. Dann müssen wir noch einmal nach oben gucken, das ist nämlich die vierte Frage. Wie sieht es aus mit dem Kronendach? Und da stellen wir fest, ja, da kommt doch schon jetzt ordentlich Licht nach unten. Was natürlich primär daran liegt, dass die eine Eiche da noch nicht ganz ausgetrieben ist, ist aber wurscht. Es ist hier ein relativ heller Fleck, es kommt schon wirklich gut Licht am Boden an. Es kommt damit auch viel Regen am Boden an und das ist definitiv kein besonders dichter Wald. Also auch wieder kein Waldbrandgefahrenpunkt und wir haben immer noch nur einen. Gut, dann gehen wir mal zum Boden und checken die Humusmächtigkeit. Okay, und dafür müssen wir wieder den Mineralboden finden und stellen fest, da ist er schon. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn man jetzt diese Blätter, die da relativ, sagen wir mal, flauschig, fluschig sind und so weiter, als einen Zentimeter zählt, das kann man schon machen, aber das ist ja im komprimierten Zustand dann kein Zentimeter. Also ihr dürft schon quasi davon ausgehen, dass das Zeug jetzt plattgedrückt ist und dann ist das vielleicht im plattgedrückten Zustand, ja, dann sind das vielleicht noch 7 mm oder sowas vielleicht. Aber man sieht es ja, wenn man die oberste Blätterschicht wegscheucht hat, dann ist hier noch so ein ganz kleines bisschen Feinmaterial. Das scheucht man auch noch ein bisschen zur Seite und schon ist man beim Mineralboden. Also das ist schon weniger als ein Zentimeter. Es ist nicht viel weniger, aber einen noch weniger Boden mit noch weniger Humus werdet ihr fast nicht finden. Also das ist so ziemlich ungefähr das Minimum. Also viel weniger geht dann halt echt nicht mehr. Und auf diesem Untergrund hier, der ist zwar immer noch relativ braun, aber brennen wird der definitiv nicht. Und darauf könnte man dann sein Feuerchen machen. Also würde ich an dieser Stelle jetzt keinen zusätzlichen Waldbrandgefahrenpunkt geben, dafür, dass halt eben quasi die komplette Bodenstreuschicht anfangen könnte zu brennen. Das ist sehr, 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 sehr unrealistisch. Das geht zwar, aber davon braucht man nicht auszugehen. Also kein zusätzlicher Gefahrenpunkt. Und jetzt wäre da noch die Sache mit dem Backentest. Der fällt allerdings hier jetzt genauso negativ aus wie drüben im Nadelwald. Ich hocke hier jetzt gerade am Boden, wie man sieht, und habe keine nassen Backen und demzufolge ist der Boden nicht sehr feucht. Es ist zwar wenig Humus da, der ist aber dafür relativ trocken. Das heißt, es gibt durchaus also dann da noch einen neuen zusätzlichen Waldbrandgefahrenpunkt und damit haben wir insgesamt zwei. Bei zwei würde ich schon sagen, könnte man jetzt ein Feuer machen. Und wenn man jetzt den Humus noch vollständig entfernt, hat man zwar keinen Punkt weniger, aber in der Praxis hat man dann schon noch mal ein bisschen weniger Risiko. Und ja, also hier wird schon gehen. Hier würde ich schon auf jeden Fall sagen, wenn man sich da jetzt eine schöne freie Fläche schafft und sämtliches brennbares Material drumherum entfernt, dann kann man hier problemlos, und zwar wirklich problemlos, ein kleines Feuer machen, ein kleines, das man niemals unbeaufsichtigt lässt, niemals. Und das ist dann wirklich gefahrenfrei möglich, dass dann dabei den Wald anzündet, also beim besten Willen nicht, nein. Nicht bei den aktuellen Bedingungen, nicht an diesem Platz, kann ich mir nicht vorstellen. Das müsste schon mit ganz, 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 ganz komischen Dingen zugehen, dass man dann irgendwie literweise Spiritus reinkippt und so weiter und so fort. Gut, und damit
haben wir dann die beiden Beispiele durchgekaut. Wie gesagt, die 6 Punkte zum Abchecken findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt bewusst darauf verzichtet, genau darauf einzugehen, warum es diese 6 Punkte sind und nicht irgendwelche 6 anderen. Dafür gibt es schon Gründe. Nervt mich in den Kommentaren, wenn ihr das unbedingt noch mal ausführlicher wissen wollt. Aber fürs Erste soll es das gewesen sein, damit das Video einigermaßen kurz und kompakt bleibt für Leute, die keinen Bock auf ewig ausschweifende Ausschweifungen haben. Wünsche ich euch schönen Mittag, Abend oder gar morgen, je nachdem, was gerade ist. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, viel Spaß im Wald. Aber auch ohne Feuer.